Wenn Familie Keller zum Tanz bittet, dann kommt Jung und jung geblieben. Zum traditionellen Wintergalaball der Tanzschule Dieter Keller platzt das Palais am Funkturm buchstäblich aus allen Nähten. Rund 1000 Gäste dürfen die Gastgeber Carola und Sebastian Keller begrüßen. Und während für die einen der Termin schon seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Kalender ist, sind es für 148 Debütanten die ersten Schritte auf dem Galaparkett. So wie für die 15-jährige Kaya Sommer, die mit ihrem Tanzpartner Anton Begehr die Eröffnungsfrançaise der Tanzschüler anführt. Ich wollte eigentlich erst nicht als Erste. Ich meinte die ganze Zeit, ich will auf gar keinen Fall die Erste sein, die runtergeht. Aber am Ende war es dann eigentlich voll cool so. Ganz cool geht es dann auch gleich weiter. Nach der klassischen Eröffnung ist die von Lisa Landefeld betreute Hip-Hop-Formation an der Reihe. Für die 25-jährige Tanzlehrerin sind die modernen Tänze der ideale Einstieg, um schon die Jüngsten für das Tanzen zu begeistern. Die werden natürlich von der Koordination her super geschult. Die wissen, was sie tun, die haben ein gutes Rhythmusgefühl, die wissen, wie der Körper funktioniert. Und dann ist natürlich dann im Alter, wenn es dann losgeht, so 13, 14 mit den Standard-Latein-Tänzen, sind da auch einfach nicht mehr so diese Berührungsängste da und auch die Hemmschwelle ist einfach ein bisschen kleiner, dann in diese Standard- und Latein-Schiene überzugehen. Und dass der Übergang gut klappt, beweisen auch die Buchungszahlen der Tanzkurse, wie Viktoria Blonske weiß. Also unsere Kurse sind derzeit komplett ausgebucht, was unsere Jugendgrundkurse angeht. Wir haben vor allem eins extrem viele Damen da. Leider die Männer zu motivieren oder die Herren zu motivieren, ist leider immer ein bisschen schwer. Aber wenn sie dann erstmal in den Kursen drin sind, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Wir sind alle auch so jung wie unsere Kursteilnehmer auch und daher merken die relativ schnell, dass wir ganz locker und entspannt sind und sofort haben sie direkt den Draht dazu und haben so viel Spaß am Tanzen. Eine Erfahrung, die auch Viktorias Schüler und Balldebütant Anton Begehr bestätigen kann. Zunächst mal ist natürlich am Anfang eine gewisse Überwindung, die überwunden werden muss. Jedoch ist das kein Problem, da der Tanzkurs in einer sehr lockeren Atmosphäre stattfindet. Insgesamt also ein schlüssiges Konzept, mit dem Familie Keller schon seit mehr als 100 Jahren Berlin zum Tanzen bringt. Dass dieses Konzept auch beim diesjährigen Wintergalaball wieder voll aufgeht, sieht die Grande Dame der Tanzschule Keller mit großer Zufriedenheit. Wir sind jetzt in vierter Generation, die Tanzschule Keller, und wir versuchen immer, natürlich die Tradition ein bisschen aufrechtzuerhalten, aber auch die modernen Einflüsse. Das heißt also, wir hatten ja heute schon eine Hip-Hop-Formation mit 100 Leuten, aber wir haben auch unsere Schüler, die erstmal in dem Grundkurs sind, nochmal eine ganz festliche Balleröffnung machen lassen, damit wir auch so ein bisschen die Tradition nicht verlieren. Der Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne gelingt beim Wintergalaball so leicht und spielend, dass er nur noch von einer Sache übertroffen wird. Der lockeren und familiären Atmosphäre der Veranstaltung. Und nachdem Tanzentertainer Carsten Fenner das Publikum noch mit seiner Quick-Change-Show verblüfft hat, wird dann zur Musik der Chemnitzer Band Night Flavor bis spät in die Nacht nur noch getanzt, getanzt, getanzt.